So, nachdem wir das ganze Level jetzt hinter uns haben, wollen wir doch mal gucken, was genau vom Drachen wir jetzt bekommen haben. Gab ja leider keine Liste oder dergleichen. Das sieht alles noch so aus wie Dinge, die wir vorher schon hatten. Das war das Schwert gegen Untote. Eisenschild. Speer hatte sie auch schon. Ein Wurfdolch. Der ist neu. Aber, da ist hoffentlich noch mehr. Ein Charisma-Elixier. Das Amulett hatten wir vorher schon. Das heißt, wenn wir neue Sachen bekommen hätten, müssten die eigentlich auch mit bei Talana eingereiht werden. Vielleicht war vorher irgendwo noch eine Lücke, aber ich sehe hier nichts. Außer es war irgendein Trank, der in den ganzen anderen Tränken untergegangen ist. Das sind die Arax-Gifte, das sind die dutzenden Heiltränke, die wir mit uns rumschleppen und nie benutzen. Oh, Kristallkugel. Noch eine Kristallkugel. Okay. Also die Kristallkugel war auch im Drachenhort. Auch wenn ich das nicht besonders beeindruckend finde. Die kann man bei jedem Krämer kaufen. Also bisher haben wir einen Wurfdolch, einen Charisma-Elixier und eine Kristallkugel. Hier sind die ganzen Kräuter, auch nichts Neues. Nö. Das war also der Drachenhort. Oder zumindest die Hälfte von dem Drachenhort. Ja, komisch das Ganze. Dafür wird der Wurfdolch hoffentlich magisch sein. Hellsicht, Ode Makanum, auf. Erstmal auf die Kristallkugel. Vielleicht irgendeine besondere Kristallkugel. Kristallkugel ist nicht magisch. Ja. So viel dazu. Zaubersprechen Talana, nicht allen. So, nochmal Ode Makanum diesmal. Wo ist der Wurfdolch? Da. Der Wurfdolch ist magisch behandelt worden. Das ist doch schon mal schön. Wäre auch albern gewesen, wenn nicht. Und jetzt würden wir noch gerne wissen, was der genau macht. Analyse. Wurfdolch. Dieser Wurfdolch scheint einem das Zielen sehr zu erleichtern. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob die Sachen nach einmaligem Werfen weg sind. Aber da wir eh nicht so häufig Wurfdolche und dergleichen benutzen, geben wir einfach mal testweise ihr in das Ganze. 9, 10. 9, 5. Also wenn man dann im Nahkampf angreifen könnte, wäre es sogar besser wahrscheinlich als das Kurzschwert. Obwohl, Dolche machen weniger Schaden. Ja. Na egal. Im nächsten Kampf gucken wir einfach mal, ob sich als Fernkämpfer das Ganze eignet und ob man damit jetzt einmal werfen kann oder mehrmals oder ob man es aufsammeln muss oder dergleichen. Ja. Und wir sind jetzt noch unten im Drachenhort. Ah, vielleicht haben wir nur ein bisschen was von seinem Schatz bekommen und der Rest liegt hier noch irgendwo rum. Das könnte natürlich auch sein. Also klappern wir erstmal die Wände ab. Quellen darf wieder nach vorne. Tirik kann den albernen Ring weglegen. Wieder ein Schild in die Hand nehmen, wie sie das gehört. Das ist echt ein riesiger Raum. Ob der Drache das ganze Ding ausgefüllt hat? Und wenn ja, wie ist er hier rausgekommen? Na gut, hier in den Wänden war bisher nichts. Hier ist eine komische Einbuchtung. Okay. Decken wir noch kurz das Schwarze in der Mitte auf. So, also wir haben zwei Gänge, die vom Hauptraum wegführen. Gucken wir das mit den nördlichen an. Komm schon, ganz viele Schatztruhen. Was zur Hölle? Ah, ich dachte schon, wir kommen jetzt hier wieder raus. Das wäre albern gewesen. Ganz schön verwinkelt. Ist da ein Dreher drin? Nee. Oh, was ist denn das? Das ist ungewöhnlich, dass man so eine schräge Verbindung hat. Normalerweise sind die immer so richtig eckig, die Ecken. Aber da können wir nicht durchgehen. Noch ein Raum. Nirgendwo ist irgendwas drin. Eine tiefe Stimme meldet sich zu Wort, als sie diesen Raum betretet. Da haben wir euch schön dran gekriegt. Lauft diesen langen Weg mal wieder schön zurück.
Nein. Wir gucken erstmal, ob hier irgendwas im Raum drin ist. Nö. Und dann... Was zur Hölle? Der Kartenrand ist da. Okay. Geht nicht weiter, geht nicht weiter, geht nicht weiter. Ja, die Wand dürfte eigentlich gar nicht da sein. Da ist schon Ende. Ha. Moment mal. Guckt mal ganz genau hin. Das da könnte ein Kopf sein. Das da eine Brust. Das da angewinkelte Beine. Das da ein Schreibtisch. Das da eine Tastatur. Das da ein Bildschirm. Und das sind wir, die vom Computer hocken. Oh, das ist ein Vogel, der auf der Seite liegt und kotzt. Eins von beiden. Na gut. Anscheinend ist es wirklich nur irgendein Gag. Weil hier ist nichts. Schöner Drachenhort. Na gut. Dann mal wieder raus hier, wie die Stimme schon gesagt hat. Komische Stimme. Und dabei haben die beim Altar noch gesagt, man soll niemals einen Drachen versuchen zu betrügen oder dergleichen. Und dabei macht er das mit uns. Und hier geht's wieder hoch. Wo kommen wir raus? Diesmal kommen wir auch wirklich auf der linken Seite raus. Schade, schade. Das war es dann wohl mit dieser Drachenhöhle. Gehen wir mal kurz hier wieder runter. Und wir sind eben gerade hier hochgekommen und kommen jetzt da wieder raus. Das ist echt total komisch hier. Na gut, gehen wir jetzt hier hoch. Kommen jetzt da raus. Und Tirik hat nichts mehr zu trinken. Gerukon auch nicht, Mirum auch nicht, Alana auch nicht. Ja, alle haben nichts mehr zu trinken. Wir gehen ja gleich jagen. So, hier waren jetzt diese Feuersäulen. Und ich glaube, da oben oder irgendwo hier war ein Schalter. Wollt ihr betätigen? Ja. Gwendolyn hat sich an dem Hebel die Hände verbrannt, obwohl dieser keine Wärme auszustrahlen scheint. Oh, das könnte was sein für den Ring. Zieh mal den Ring an. Ja. Gwendolyn hat sich an diesem Hebel die Hände verbrannt. Du hast jetzt doch extra den Feuerschutzring an. Vielleicht muss ich ihn im Inventar haben. Oh. Es gibt sogar eine Animation zum Gürtel anlegen, obwohl man es nicht an den Gürtel anlegt, sondern in die Hand nimmt. Naja, kurios. Na gut. Geht's jetzt? Nö. Also der magische Feuerschutzring hilft nicht gegen Hebel. So, du gibst mal den Ring Talana. Talana nimmt ihren Schild wieder in die Hand. Die zweite Kristallkugel bekommt jetzt auch Gwendolyn und den Totenkopfgürtel bekommt auch Talana. So. Wir müssen unbedingt in der nächsten Stadt Pfeile kaufen. Und Gullmondblätter. Und wie schaut's mit Wirselkräutern aus? Wirselkräuter haben wir genug. Also Gullmondblätter, Pfeile und starke Zaubertränke. Und jetzt würden wir gerne raus hier. Gucken wir mal, was passiert, wenn... Okay, nochmal kurz tauschen. Vielleicht kriegen wir jetzt ja keinen Feuerschaden, wenn sie vorne läuft mit dem Ring. Okay, doch, kriegen wir. Das ist echt totaler Murks hier. Aber gut, durch die Seite konnten wir wohl durchgehen, ohne das auszulösen. Nur wenn man von unten kommt, kommen die Feuerwelle. Komisch, komisch. Na gut, Jallen kann erstmal Talent anwenden, heilkundige Wunden bei Tirik. Kann sie noch nicht. Na gut, bei den anderen dürfte sie es aber können. Bei Gerogon. Schafft sie aber nicht. Dabei hat sie jetzt schon 10 oder so in dem Talent. So, bei Mürum. Da schafft sie es. Und bei Talana schafft sie es auch. So, der Rest ist dann bitte 1, 2 Wisselkräuter und dann ist gut. 1, 2. So, noch irgendjemand? Ja, Gerogon.
hier raus. War hier noch irgendwas auf der Etage? Und wo das gerade unten so ein komisches Muster ergeben hat, hier sehe ich auch wieder sowas. Also hier sehe ich jetzt ein Seitenbild. Das ist wieder ein Kopf. Das ist wieder ein sitzender Mensch also. Und hier sind zwei Bildschirme. Das ist wirklich so eine Seitenansicht von so einem Bürotisch quasi. Wo hier ein Bildschirm in die Richtung guckt und da ein Bildschirm in die Richtung guckt. Und auf jeder Seite sitzt halt eine Person und starrt auf seinen Rechner. Das muss echt ein Gag sein. Entweder das oder ich habe so viele Rohrschachttests gemacht. Na gut, raus hier. Oben. Ausgelaugt verlasst ihr diesen Ort und macht euch langsam wieder auf den Weg nach Runenshafen, dem ursprünglichen Reiseziel. Nicht wirklich unser ursprüngliches Reiseziel, aber sei es drum. Es wird bestimmt zu spät sein für den Hafen. Wir können nach Skjall reisen. Oh, doch. Sehr schön. Skjall war hier oben. Und jetzt müssen wir uns überlegen, also nachdem wir uns neu eingedeckt haben mit den ganzen Ausrüstungssachen, wo wir denn als nächstes hinwollen. Wir sollten vielleicht langsam uns aufmachen und das Schwert suchen. Weil selbst wenn wir das Schwert irgendwann in den Händen haben sollten, müssen wir uns ja immer noch dem Ork-Häuptling stellen. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Wir haben Frühling im Jahre 15 Hall. Okay, so sehr arbeitet die Zeit doch nicht gegen uns. Ich hätte gedacht, wir hätten es schon später. Aber trotzdem können wir das Schwert ja schon mal finden. So, was haben wir hier? Wir haben drei Händler. Habt ihr denn schon auf? Wir haben es 22 Uhr. Da haben sie bestimmt nicht auf. Können wir hier schlafen? Der tote Hai. Erstmal gut essen und trinken vor allem. Und dann hätten wir gerne eine Suite für eine Nacht. So, Talana meditiert noch. 15 oder 14. Ah, schaut doch gut aus. So, Händler Nummer 1. Eine Krämerin. Haben wir bei der Krämerin was zu verkaufen? Wir haben jede Menge Krimskrams, aber den meisten davon wollen wir behalten. Nö, bei der Krämerin haben wir nichts. Brauchen wir was? Rationen. Wie schaut es beim Essen aus? Wir haben fast nichts. Wir haben auch keinen Platz dafür. Ja, wir sollten auf jeden Fall ein, zwei Gifte verkaufen und die Attributstränke. Die benutze ich eh nie. Also Charisma, Körperkraft und was wir noch haben. Die können weg. Und die Krötenschemel und Alraun und andere Sachen, aus denen man Gift herstellt, können wir auch verkaufen. Die werden wir niemals benutzen. Die Schuriknollen zum Beispiel auch. So, aber erstmal hoffen, dass es hier überhaupt einen Kräuterhändler gibt. Sonst müssen wir in die nächste Großstadt. Ah, Lingard von Chalsingor. Hallo, Lingard. Wir hätten gerne was aus dem wohlsortierten Sortiment. Und wir sind entzückt, die Bekanntschaft zu machen. So, wir wollen verkaufen, zuallererst. Und zwar Schuriknollen, zwei Stück. Mutelixier. Im Blatt, nee. Ein normaler Heiltrank, der kann auch weg. Wunderkur behalten wir auf jeden Fall. Ein normaler Heiltrank kann auch weg. Arax-Gift kann weg. Arax-Gift kann weg. Die Rezepte behalten wir auf jeden Fall. Ein Schlafgift, ja, das kann auch weg. Arax-Gift. Normaler Heiltrank auch weg. Körperkraftselixier. Ja, da haben wir die Gullmann-Blätter für, das passt schon. So. Das verkaufe ich jetzt mal, denn ich will nicht wieder irgendjemanden anklicken und dann aus dem Menü geschmissen werden. Wir hätten gerne 40% Gwendolyn. Sehr schön. Dann klicken wir die dreimal an und wir können jeden anklicken. Das ist schon mal gut. Also Gegengift behalten wir. Arax-Gift kann weg.
Normaler Heiltrank kann weg. Krötenschemel können alle weg. Normaler Zaubertrank kann bleiben. Was haben wir hier? Klugheitselixier kann weg. Charisma-Elixier kann weg. Expurgikum behalten wir mal. Davon haben wir nur eins. Krötenschemel können weg. Wieder Schurikenknollen. Wunderkur-Gegengift behalten wir. Gegengift behalten wir auch. Und die Tarnelen können weg. Irgendjemand anders hatte schon 80 Stück oder so im Inventar. Das sollte eine Weile reichen. So, Peitschen. Nee. Den Fehler machen wir nicht nochmal. 40% reicht völlig. So, dann sehen auch die Karten langsam wieder besser aus. 872. Dafür würden wir jetzt gerne was Neues einkaufen. Gibt es hier starke Zaubertränke? Ja, sehr schön. Davon hätten wir schon mal gerne 8 Stück. Dann hätten wir noch gerne, sagen wir mal, 24 davon. Und was noch? Sonst hatten wir eigentlich alles. Also Wirselkräuter, na komm, die wiegen nicht viel. 636 Dukaten. Da muss das Falsche jetzt aber gelingen. Wir probieren mal 45 mit Gwendolyn. Und geklappt, sehr schön. Da haben wir richtig gute Karten gespart gerade. So, dann schauen wir mal, ob die Kräuter alle so weit zusammengepackt sind, wie sie gepackt sein sollen. Da sehe ich schon mal zwei Gulman-Blätter, die zu Terek gehören. Oder Gerogonnen, der sie inzwischen hat, warum auch immer. Da sind Tarnelen. Na gut, gehen wir jetzt mal alle Kräuter wieder zu Yallin, wo sie eigentlich auch mal hingehörten. Da sind die 86 Tarnelen. Die Wirselkräuter noch, genau. So, jetzt müssten alle Kräuter bei ihr sein. Gute Idee. Zurück. So, jetzt haben wir da hinten noch einen Händler. Aber erstmal wird abgespeichert. In der nächsten Folge hoffen wir dann, dass es ein Waffenhändler ist. Speichern. LP 83. Und wir sehen uns gleich wieder.